Kennst du das? Ein bisschen Frische in der Früh würde nicht schaden, aber du hast eigentlich keine Zeit. Ich zeig dir, wie du es in 5 Minuten schaffst. Hier in doppelter Geschwindigkeit, damit es auch nicht 5 Minuten dauert. Ich mische mir direkt an meinem Handrücken meinen Illuminating Primer und die BB Cream, mische mir das, trage mir das mit den Fingern am Gesicht auf und verteile mir das mit dem Kabuki-Pinsel. Warum mit dem Pinsel und nicht mit den Fingern? Ganz einfach, es wird ebenmäßiger. Du hast ein ebenmäßigeres, schöneres, glatteres Hautbild und eine bessere Deckkraft. Und natürlich brauchst du dadurch auch weniger Produkt. So, ruckzuck aufgetragen und schon wirkt die Haut ruhiger. Sie ist hydratisiert für den ganzen Tag und on top hat sie auch noch Lichtschutzfaktor 30. Weiter geht's mit den Augenbrauen. Der Rahmen des Gesichtes sollte nie fehlen. Deswegen einfach ein bisschen auffüllen, das Ganze verblenden, fertig. Schon hast du einen natürlichen Look und dein Gesicht einen Rahmen. Jetzt kommt mein Must-Have-Lidschattenstick in der Farbe Deliberate. Einfach mal aufs Augenlid auftragen. Das hilft nämlich, ein bisschen das Schlupflid zu kaschieren. Hält auch gleich den Augenwinkel auf und dadurch wirkst du direkt wacher und frischer. Ich nehme ihn auch gleich hier als Highlighter unter dem Augenbraue. Damit wirkt ihn nochmal etwas höher und gelifteter. Auch die Fältchen kann ich damit ein bisschen ausgleichen. So, weiter geht's mit dem All-in-One. Ich nehme ihn für ein leichtes Contouring bzw. ein bisschen frischer auszusehen und von der Sonne geküsst und verblende mir den mit dem integrierten Pinselchen hier bzw. Schwämmchen. Und ja, mit dem kannst du es machen oder so wie ich, am liebsten eigentlich mit den Fingern. Einfach ein bisschen verblenden und schon wirkst du frischer. Du kannst ihn auch direkt als Lidschatten nutzen, das heißt ein bisschen frischer, dezenter Look für den Tag geht auch mit dem. Und ich nutze ihn heute auch gleich noch als Lippenpflege. Tja, all in one eben. Was natürlich auch nicht fehlen darf, die Mascara. Die öffnet dein Auge nämlich optisch nochmal und lässt dich wieder wacher und frischer wirken. Ich nutze hier die 4D-Mascara, die gibt extra Volumen und Dichte und natürlich auch Länge. Und somit habe ich noch einen schöneren Augenaufschlag. Auch die hält den ganzen Tag. Und ja, meine Haut ist gepflegt, meine Wimpern sind gepflegt. Was willst du mehr, mein liebes Herz? Also besser kannst du nicht den Tag starten. Und du siehst, es dauert wirklich nicht lange. Naja, das Wimpern, die Wimpern machen dauert immer am längsten, du siehst, da gehe ich dann zweimal drüber und wenn ich dann noch gekleckert habe, ein bisschen korrigieren, naja, und schon kann ich in den Tag starten. Jetzt das Ganze noch fixieren mit dem Prime und Setting Puder, das nimmt mir den Glanz, den ich persönlich nicht so gerne mag, fixiert natürlich noch mein Make-up und ja, so kann ich dann in den Tag starten, alles hält und ich weiß, da verläuft nichts und alles bleibt, wo es sein soll, den ganzen Tag über. So, jetzt einen wunderschönen Tag.